herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Ich hatte gerade ein kleines Missgeschick hier. Bin umgekippt. Darf ich das jetzt tun? Was denn? Farbung ändern. Von was? Der Tor. Warum? Weil John Deere Farbe ist nicht gut. John Deere ist voll gut, ey. Nee. Ja, ach komm, das sind 500. Ja, aber welche Felgenfarbe kannst du Felgenfarbe wählen? Ja. Welche Farbe? Das ist die normale. Das ist Standard. Nee, was machst du denn? Welche Farbe? Ja, die Standard lasse ich. Also gelb. Nee, das sind die Stainless Steel. Das sind die Standard. Okay. Hab ich? Ja, mach. Glücklich. Na, wenn das alles ist, um dich glücklich zu machen, dann. Ja, wenn ich nicht dieses eklige Grün sehen muss. Wie schöner wäre gewesen, wenn du dich um deinen Drescher gekümmert hättest. Das mache ich ja jetzt. Ach, der ist, Achso, ich dachte, der war voll. Nein, der hing nur. Achso. Der Helfer hing. Das ist der hingende Helfer, was? Ja, aber toll, jetzt hast du einen blauen John Deere. Mal so unrealistisch. Nee, ist es nicht. Klar ist es unrealistisch, das musst du zugeben. Nee. Der hat einen John Deere Schriftzug und hat eine blaue Grundfarbe. Ja, so sieht geil aus. Naja, Geschmackssache. Ja, du, als Johnny-Fan. Die sind einfach vom Design her am schönsten. Jetzt nicht mal wegen der Farbe, aber natürlich die auch. Jetzt nicht mal von der Farbe, natürlich die Nein, auch. Aber guckt euch den mal an. Der hat schon eine relativ klare Kante und so alles. Und so maskulin. So Kraft. Also, ein Kraft Fendt, ist ein falscher Ausdruck. Ein Fendt finde ich schon zu rund. Das ist auch das, was mir bei den neuen Autos nicht mehr so gefällt. Sind alle viel zu rund geworden. Alter, jetzt funktioniert die Kappen auch schon wieder. Ist halt manchmal auch was zu essen geben. Die Maus braucht kein Essen. Guckst du mal nach dem Haferpreis? Ja, mit einer Maus ist schwierig, mit einer kaputten. Mit einer kaputten Maus. Warte mal, Escape? Ja, Escape, aber ich bin in der Weltkarte. Und ich, da meine Maus nicht funktioniert, kann Escape ich dann... Escape rechts. Nee, geht jetzt nicht. Jetzt geht's. 1094, ja. Oh, Drescher vergessen. Was ist ein Drescher? Das Ding, was hier Zeug auffrisst. Ach, das frisst Zeug? Ich dachte, das ist blind. Alter, der Helfer fährt einfach weiter. Den hat nicht interessiert, dass ich da gerade gestanden bin. So, wir arbeiten jetzt wieder konzentriert. Nivar Tiger Farm. Ja. Ja, sagt er. Und guckt seinen blauen Gato an. Nee. Stimmt gar nicht, Liebner. Ich finde, man müsste mal ein Skript schreiben, das die Feldpreise anpasst. Und zwar ein Skript, das den Wert eines Feldes errechnet. Also mit der Frucht, die drauf ist. Und das muss ja schon irgendwo hinterlegt sein, weil sonst könnten die ja gar nicht für die Missionen die Preise machen. Also die Größe vom Feld muss irgendwo hinterlegt sein. Und dann sollte dieser Wert der Ernte auf den Kaufpreis draufgerechnet werden.
Da wäre ich voll dafür. Wo du alles für bist, das ist unglaublich. Na, verstehst du, was ich meine? Dass es sich nicht mehr lohnt, Felder zu kaufen, ernten und wieder verkaufen. Ach so, ja. Habe ich vor ein paar Wochen, Monaten, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich sowas gerne hätte. Dynamische Feldpreise wären das. Mhm. Und das würde, glaube ich, bei vielen Spielern auch ankommen. Wie weit ist denn dein Auftrag? Mein Auftrag? Ich habe das Gefühl gerade, ich arbeite und du chillst. 60%. Nee, ganz wahr. 70%. Meine ist, glaube ich, 60, oder? Ja, deine ist 60. Ja, siehst du mal, ich arbeite hier zwei Felder ab, wenn du eins machst. So, 80.000. Was sieht so aus, als ob ich multitaskingfähig wäre? Nein. Ja, siehst du. Merkst du was? So, die Frage ist, was machen wir mit dem mit den 80.000? Schon die zurückbringen. Willst du gleich machen? Ich würde es erstmal behalten. Weil wenn wir uns wieder irgendwas anschaffen müssen, dann haben wir keine Kohle. Stausch wie moin. Hm. Oder wenn das Schneidwerk kaputt geht, dann haben wir auch keine Kohle. Bin nämlich schon bei 65%. Könntest mal mit der Werkzeugkiste kommen. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wo die steht, gell? Das ist mal wieder typisch Varuna. Ich glaube, die steht noch in dem Schuppen, wo der Gator am Anfang gestanden hat. Schau. Nö. Ja? Ah, doch, ich hab's gefunden. Steht da zwischen den Korn. Und dein Drescher ist voll. Ja, ich komm erstmal mit deiner Werkzeugkiste da. Nee, mach den Drescher erst leer. Dass der arbeiten kann. Ich fahre immer noch 9 km/h, das passt. Ah, da ist ja ein Drescher. Hafer ist bei 1,1. Gerste auch. Und Weizen bei 1050. Irgendwann sollte man das Zeug halt mal verkaufen, gell? Ja, irgendwann. Das Diebesgut loswerden. Dann kann uns keiner mehr was anrechnen. Zumindest auch. Nur mit Videobeweis. Ich glaube nicht, dass sie das haben. Die KI. Wo bist du gerade? Ah, da sind sie.
Alter, der Drescher hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Wow. Ja, guck dir den Größenunterschied an. Der hat 58 PS oder so. Pass auf, bleib, wenn ich so ein bisschen mal ausschere, dann... Ja, warte, oben. Ja, warte, ich hätte... Ja, komm, scher aus. Na komm, trau dich. Ich will die Spur nicht so arg verlassen, dann muss ich noch dreimal fahren. Geh mal kurz auf die Seite, lass das Ding stehen. Stell's halt gleich unter den Drescher. Hä? Ja, warte mal, ich... Ja, doch, hier. Ey, mein schöner Gato. Schön ist immer subjektiv. Was machst du? Hast du Screenshots gemacht? Nee, deshalb stelle ich ja ordentlich hin. Geh mal zur Werkzeugkiste und knie dich hin. Jo, passt. Gut, mach. Du musst dein Schneidwerk noch reparieren. Dankeschön. Service von Hans-Peter, so kennt man ihn als Händler. Gut, dann ist es auch wieder fertig. Ja, ich denke, mit Verkaufen warten wir einfach die Nacht noch ab. Vielleicht sind morgen noch bessere Preise. Mhm. 1000, also 1,1. Hä, wo kommen die 1, 2? Lol, die Eier. Und der Käse. 21.000 aus dem Hofladen schon wieder. Lohnt sich voll, was wir gerade machen. Ohne Witz. Auch ohne dieses Ausbeuten der anderen Landwirte. Ah, ich denke, du kannst den Kredit zurückzahlen, komm. Weil wir haben ja auch, kriegen ja auch durchs Gewächshaus heute Nacht noch ein bisschen Geld. Kriegen wir jede Stunde. Ah, na gut. Ja, aber die Nacht durchs Überspringen, da ist ein bisschen mehr erstmal. Ich bin, hab grad leer gemacht. Das muss ich eigentlich verarschen. Hast du mich aufgepasst? Denkst du, ich pass auf? Ist eine Fangfrage. Eine Fangfrage, okay. Eine Fangfrage. Kannst du links drüben, da ist noch, da muss ich noch rüber. Ist dein Auftrag immer noch nicht fertig? Nö. Was machst denn du? Quatsch. Der Helfer macht alles für mich. Ja, vor allem lässt du den Helfer auf die kurze Bahn fahren, ja, ist ja logisch. Ist ja auch. Das sind gar nicht die kurzen Bahnen. Das waren die kurze Bahn. Jetzt nicht. Ich weiß nicht, was du für kurze Bahn hast. Zu Beginn, als du angefangen hast, war es die kurze Bahn. Links nach rechts. Das ist doch egal. So, wie viel Schulden haben wir jetzt noch? Wir 300. Haben jetzt noch 280. 280, voll gut.
voll gut, ey. Können wir uns nicht mal einen größeren Drescher kaufen? Dein Ernst? Das sollten wir schon machen. Guck bitte den Kontostand an. Ja, wir haben doch Kreditrahmen. Wow, ist das dein Ernst? So, nein, aber ernsthaft, wir werden uns natürlich demnächst mal überlegen, ob wir uns einen anderen Drescher holen. Ich finde nur, der New Holland hat, glaube ich, ein Schneidwerk mit dran, ein Schneidwerk mit Schneidwerk, also inkludierten Wagen. Mhm. Sowas fände ich halt richtig nice. Ja gut. Gib erstmal 430.000 her. Was kostet Schneidwerk? Der Schneidwerk ist... Moment. 89.000. Also 519. Über eine halbe Million. Das kriegen wir locker easy hin. Dauert halt noch ein bisschen. Zuerst müssen wir Dings Kredit abbezahlen. Ja, aber guck mal, was im Silo liegt. Das sind jetzt schon 40, 60, 70, 190.000. Plus den Mais, den du jetzt noch machst, und den Hafer von mir. Also damit ist schon fast der Kredit abbezahlt. Und dann kommt unsere Rapsernte wieder. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Ja, ist erntereif bei uns. Na, supi. Dann können wir uns da morgen dran machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Liebend gern ein Like, Abo und einen Kommentar da lassen. Oh. Und bis morgen, 19 Uhr. Haut rein, macht's gut. Ciao.